Yo, hier ist der Gusua und wir sind auf meinem zweiten Account. Hier war ich jetzt eine Weile lang nicht aktiv, habe jetzt mittlerweile schon auf Town Hall 9 geupgradet und das wollte ich heute euch halt auch noch zeigen. Gucken wir mal, was wir alles bauen können. Natürlich habe ich auch vorgesorgt und habe halt wirklich die 40k schon für die Queen vorbereitet. Somit können wir uns die Queen hier gleich mal gönnen. Zack, Level 1 Queen und schauen wir gleich mal rein. Wir brauchen 22,5k, um die Queen dann gleich auf Level 2 zu bringen, was wir natürlich dann auch relativ schnell probieren werden. So, zack. Jetzt könnte man natürlich gleich wieder was in Mauern reinstecken. Lassen wir natürlich auf jeden Fall. Mal gucken, was ist jetzt am wichtigsten? Ich glaube, ein Minenwerfer ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich glaube, ich hau erstmal einen Minenwerfer hoch. Dann machen wir den. Aber wir machen erstmal einen Angriff. Dann schauen wir mal, was da geht. Überhaupt. Und Armeelager auf jeden Fall. Das muss sein. Das müssen wir uns geben. Und hier auch gleich das zweite starten. Dafür haben wir einfach unsere fünf Bauarbeiter. Und dann passt das. Ah, das kleine Zeug ist natürlich auch nicht so verkehrt. Dann gleich nochmal hier so ein Bogiturm starten. Ressourcen, klar, können wir natürlich die Gold- und Elixierlager auch gleich noch machen. Das passt auf jeden Fall. Zack, nein, nicht das Info, sondern den wollen wir kaufen. Dann haben wir die auch. Zack. Und dann gucken wir mal, was wir hier angriffstechnisch noch reißen können. Dass wir noch ein bisschen was dunkles Elixier auf jeden Fall kriegen können. Jetzt halt wirklich nur Fokus aufs Dunkle. Ja, diese Axe und Lichtle sind hinter mir schön am Rumspielen. Was spielt ihr gerade? Clash Royale, oder? Clash Royale. Hier haben wir, den haben wir halt super AFK auf jeden Fall. Den nehmen wir halt einfach mit. Auch wenn vom Dunkeln her jetzt hier nicht so viel zu holen ist. Aber den nehmen wir einfach mal mit. Hier die Luftabwehr, die nehmen wir einfach mal mit der Queen auseinander, mit relativ weit Abstand. Dann sollte das passen hier. King. Hauen wir hier so lang, dass wir dafür nicht extra nochmal einen Drache raushauen müssen. Weil klar, wenn ich halt jetzt noch relativ gut, ohne wer weiß, wie viel Truppen rauszuhauen, eben hier wegkommen, dann ist das schon eine ziemlich coole Sache. Hier in dem Bereich sollte natürlich die Queen, wenn möglich, noch was regeln. King wird geraged. Ja, doch, hier lohnt auf jeden Fall noch ein Drache. Zack, genau, passt auf jeden Fall. Läuft. Und hier bitte, 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 oh, geht bitte noch auf die Goldmine. Das wäre jetzt ziemlich geil. Nee, okay. Aber dafür setze ich jetzt nicht extra nochmal einen Drache. Das ist es mir nicht wert. Aber wäre natürlich cool, wenn das Town Hall noch down geht. Ja, wir haben wenigstens die 50%. Passt, okay. Abgebrochen. War ganz in Ordnung. Und dann gucken wir mal weiter, was wir jetzt für die fast 5 Millionen machen können. Wir könnten theoretisch noch ein bisschen warten und die CB gleich upgraden. Machen wir jetzt. Zack. Machen wir einfach mal die CB hoch, weil das ist halt eine relativ teure Geschichte. Die kann man dann gleich mal schön verballern dafür. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich gleich nochmal angreifen kann, weil ich habe die Rage Spells nicht verwendet. Ich habe zwar die Helden jetzt weg, aber das soll nicht weiter schlimm sein. Wir können nochmal schön loslegen hier mit den Drachen. So, hier haben wir jetzt noch einen gefunden. Auch wenn die hier Max sind, haben sie aber trotzdem fast nichts drin. Somit ist sehr, sehr viel im dunklen Lager. Und dann will ich auf jeden Fall das dunkle Lager hier safe weghaben. Und dann gönne ich ihm auch gerne die Pokale. Das ist gar kein Problem, die er dann da bekommt. Da gehe ich dann gar kein Risiko mehr ein. Gucken wir mal, was hier geht. Ganz genau. Hier 1,5. Ah, kommt. Dann wollen wir noch die einzelnen Bohrer hier auch noch. Und dann sollte das gehen. Dann haben wir nur noch das bisschen, was Reserve im Rathaus ist. Na, theoretisch könnte ich aber hier noch die anderen drei. Nee, das brauche ich nicht. Den gönne ich ihm. Obwohl, er kriegt jetzt nicht mal ein Schild. Aber ich will jetzt nicht noch mehr
Sachen raushauen. 1800 passt auf jeden Fall. Und dann braucht man nur noch 2k, um die Queen dann halt abzugraden. Jetzt gibt es nochmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder mit meinem Main-Account. Und zwar wollte ich euch, das ist eigentlich nur der Grund des Videos, ich wollte euch einen Angriff zeigen, der richtig gut lief. Also bei Instagram habe ich ihn auch schon gepostet. Ruhe. Die gehen hier voll ab. Hier, 6k, dunkles, genau, ja, Party, genau. Und zwar 6k plus 1100 Dunkles noch als Bonus. Hier habe ich mir halt wirklich gesagt, gut, okay, kleinen Moment. Hier habe ich halt gesehen, 6,6k. Ich wusste halt, dass die Bohrer hier ratzepatze voll sind. Dann war hier natürlich noch ein Bohrer. Und ich dachte mir auch, gut, okay, die kriegst du auf jeden Fall. Und wenn du Glück hast, läuft sie halt in die Richtung rum und wird erstmal schon mal auf jeden Fall nicht von den Infernos genascht. Auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, gut, okay, komm, das sollte machbar sein, dass die eventuell draußen rumläuft. Gucken wir uns das mal an. Das lief hier eigentlich ganz sweet. Ihr seht jetzt auch wieder, ich habe immer noch 6 Heiler, wo man sich sagt, naja, waren jetzt 12 Heiler wirklich nötig? Oder beziehungsweise, warum nehme ich so viel Heiler mit? Und ihr seht einfach gleich, wieso es so ist, wie ich es halt eben mache. So, hatte nicht mal die Riesenbombe gemaxt. Also das lief ganz, ganz easy. Und es wäre im Prinzip komplett egal gewesen, in welche Richtung sie gelaufen wäre. Sie hätte sich halt außer halt eben durch irgendwelche Mauern, das wäre halt nicht gegangen. Dann hätte sie halt übelst abbekommen vom Inferno. Und das passt hier richtig gut. Also hier, der Luftfeger spielt halt mir voll gut in die Karten, dass der halt wirklich die Heiler weg von der Luftabwehr schickt. Also einwandfrei. Hier, Luftabwehr wird jetzt geclearet, dass die halt wirklich keinen Damage an meinen Heilern machen kann. Läuft. Und ich gehe mal ein bisschen schneller hier, zack, läuft sie eben schön lang und cleart alles schön, dass man halt wirklich auch auf die 50% kommen könnte. Ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern, aber ihr habt es ja gesehen, also es war ja ein bisschen Loot am Start auf jeden Fall. Und guck mal, jetzt habe ich 137 Gold, ist jetzt nicht so der Knüller. So, jetzt haben wir hier aber noch ein Goldlager. Und jetzt kriegen natürlich meine Heiler richtig ab. So, und dass die halt nicht zu krass stirbt, habe ich halt gesagt, gut, okay, komm, setz dir erst meinen ersten Heiler hier. Gar nicht mehr dahinter gesetzt, wäre ja Quatsch gewesen, sondern dann gleich schon von der Seite. So, weiter, klar, mit dem Rage darf man dann nicht sparen. Die müssen dann halt eben auch mal geraged werden, dass die Queen halt nicht zu krass down geht. Und dann passt das. Und hier auch kein bisschen knapp oder sowas, einwandfrei durchgezogen. Vom Gusur. Wie ihr das halt kennt im Bereich Queen Walk. So, und dann halt wirklich jetzt nochmal, weil ich halt gesagt habe, gut, okay, Zeit ist jetzt nicht mehr viel, dann muss jetzt hier noch wirklich die CB leer gemacht werden und halt wirklich hier das Dunkle. Und ihr seht ja selber, ich habe sogar noch die Ability und habe mir dann gesagt, gut, okay, komm, Ability noch gezündet, dann noch ein bisschen gewartet, dass die Queen noch ein bisschen hochgeheilt werden konnte. Zack, 64% sehen wir hier. Das ist das, was wir sehen wollten, auf jeden Fall. Und damit möchte ich euch einfach in einen schönen Sonntag verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ohne Facecam, weil es halt wirklich extremst hell ist hier momentan. Und das macht einfach keinen Spaß. Also das muss nicht unbedingt sein. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, genau. Ja, Lichtle und Diesjax, die sagen nochmal Tschüssi. Haut rein. Ciao, ciao.